Auf Reisen möchte man in puncto Grooming am liebsten auf nichts verzichten und sämtliche Pflegeprodukte, die man zu Hause hat, am besten mitnehmen. Aber das ist halt schwer möglich, denn auf Reisen muss man natürlich auf das Gewicht als auch auf den Platz achten. Wie ich es aber trotzdem schaffe, alle meine Pflegeprodukte auf Reisen mit dabei zu haben und welche das sind, das zeige ich dir jetzt. Starten wir zuerst mit den Haaren. Als einziges Styling-Tool nehme ich auf Reisen diesen Kamm hier mit. Der hat zum einen eine feine Seite und zum einen eine etwas grobere Seite. Und damit komme ich auf Reisen wirklich hervorragend klar. Ich habe nämlich grundsätzlich etwas krauses Haar und gerade meine Haare an den Seiten brauchen halt etwas Ordnung. Und da darf dieser Kamm auf gar keinen Fall fehlen. Next one. Klar, zum Styling brauchen wir nicht nur ein Styling-Tool, sondern natürlich auch ein Haarstyling-Produkt. Und dementsprechend darf das passende Haarstyling-Produkt ebenfalls nicht fehlen. Und achte mal darauf, das ein oder andere Haarstyling-Produkt gibt es auch als Reisegrößen. Dementsprechend nehmen Sie dann im Kulturbeutel nicht ganz so viel Platz ein. Glücklicherweise gibt es das nächste Produkt ebenfalls als Travel Size bzw. als Reisegröße. Ansonsten hätte man wirklich echt Probleme mit dem Platz, und zwar Haarspray. Denn auch auf Reisen müssen die Haare nach dem Styling passend fixiert werden. Und Leute, sind wir mal ehrlich, fast jeder von uns hat schon mal auf Reisen die Zahnpasta vergessen und musste dann kurzerhand eben schnell zur Rezeption runterflitzen oder zum Supermarkt nebenan und sich Zahnpasta organisieren. Heißt, Zahnpasta gehört logischerweise auch auf Reisen mit in den Kulturbeutel und je nachdem, wie lange man verreist, kann man die auch als Travel Size bekommen. Was bei mir auf Reisen ebenfalls nie fehlen darf, ist Zahnseide. Denn ich finde es nämlich immer ultra unangenehm, wenn man nach dem Essen irgendwie noch was zwischen den Zähnen hat und das nicht rausbekommt. Dementsprechend packe ich auch Zahnseide ein und Gott sei Dank nimmt die nicht so viel Platz im Kulturbeutel ein. Zahnpasta, Zahnseide, dann sollte jetzt logischerweise die Zahnbürste kommen. Die kommt auch, aber in anderer Form, denn an dieser Stelle packe ich mein Multishape Set von Panasonic ein, das mir für dieses Video freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Multishape ist ein modulares Körperpflegesystem und gleichzeitig ein sehr vielseitiges Gerät, was sich wirklich ideal für Reisen eignet. Ich habe lediglich ein Handstück und kann dann variabel entscheiden, welche Aufsätze ich auf Reisen mitnehmen möchte. Benötige ich zum Beispiel eine Zahnbürste, dann nehme ich logischerweise den Zahnbürstenaufsatz mit und muss somit auch nicht auf meine elektronische Zahnbürste auf Reisen verzichten. Benötige ich einen Barttrimmer auf Reisen, dann nehme ich logischerweise den Trimmaufsatz mit. Benötige ich einen Rasierer, nehme ich meinen Rasieraufsatz mit. Und wenn ich einen Nasen- oder Ohrenhaartrimmer benötige, nehme ich logischerweise den entsprechenden Aufsatz mit. Und wie man das kennt, hat man dafür gewöhnlich mehrere Geräte und da summiert sich das Gewicht der verschiedenen Einzelgeräte als auch der Platz natürlich schnell auf. Bei dem Multishape hingegen ist man super flexibel und man hat genau die Aufsätze dabei, die man auch wirklich benötigt und man hat vor allem nur ein Gerät. Und anstelle einer Vielzahl von Kabellage- und Ladegeräten benötigt der Multishape logischerweise auch nur ein Ladegerät. Heißt, dieses System ist super kompakt, flexibel und so erspare ich mir auf Reisen nicht nur Platz und Gewicht, sondern auch Stress, weil ich tatsächlich nur ein einziges Gerät benötige. Kommen wir noch kurz zu den Key-Features des Gerätes. Bei den Klingen handelt es sich durch japanische Klingentechnologie gefertigte Edelstahlklingen und mit 4 Trimmaufsätzen für Barthaare und Körper kannst du bis 58 Längeneinstellungen auswählen. Der Akku kann in einer Stunde vollständig geladen werden und sorgt dann bis zu 70 Minuten Betrieb und das Gerät ist wasserfest, kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden und es ist dank des rutschfesten Griffs und weiteren Features tatsächlich super easy in der Handhabung. By the way Leute, das Multishape-Konzept hat bereits mehrere Awards und Auszeichnungen in Fachzeitschriften erhalten, man muss sagen, zu Recht. Diese Partnerschaft hier soll sich logischerweise auch für euch da draußen lohnen. Mit meinem Gutscheincode erhaltet ihr 20 Euro Rabatt bis Heiligabend beim Kauf eines Multishapes über MediaMarkt oder Saturn. Weitere Informationen dazu findet ihr logischerweise unten in der Infobox. Einfach mal hinklicken. Und als wäre das nicht genug, on top gibt es auch noch 2 Geschenke mit oben drauf. Beim Kauf eines teilnehmenden Multishape-Produkts bis zum 31.03.24 und Registrierung unter MyPanasonic bis zum 15.04.24 erhältst du eine praktische Kulturtasche sowie einen elektronischen Zahnbürstenkopf als Geschenk on top mit dazu. Und apropos Geschenk, Leute, dieses Set eignet sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. So, was habe ich sonst noch so auf Reisen im Kulturbeutel mit dabei? Machen wir jetzt weiter mit Hautpflege. Und da habe ich meine 3 Basic-Hautpflegeprodukte mit dabei. Und zwar zählt dazu als allererstes mein Gesichtsreinigungsgel, mein Daily Facial Cleanser, womit ich mir tagtäglich mein Gesicht reinige. Zweitens zählt dazu noch ein passendes Augengel, denn auf Reisen ist man viel auf Achse. Es kann auch mal vorkommen, dass man nicht ganz so viel schläft. Und um müden Augen und Augenringen vorzubeugen, habe ich natürlich auch mein passendes Augengel mit dabei. Und zu guter Letzt darf die Creme fürs Gesicht natürlich nicht fehlen und hier benutze ich an dieser Stelle die Retinol-Creme, denn Leute, sind wir ehrlich, wir werden natürlich nicht jünger. Wenn du selbst mal lange Haare gehabt hast, dann weißt du, wie wichtig es ist, dein Lieblingsshampoo und dein
Lieblingsconditioner immer mit dabei zu haben, was bei Reisen manchmal ein bisschen schwierig ist aufgrund der Größe. Und an dieser Stelle habe ich einen kleinen Tipp für dich. Es gibt so spezielle Reisegrößen, so kleine Reiseverpackungen und darin kannst du dann dein Lieblingsshampoo bzw. deinen Lieblingsconditioner passend abfüllen. Dann nimmst du nicht so viel Platz weg und hast dein Lieblingsshampoo als auch dein Lieblingsconditioner auch auf Reisen mit dabei. Apropos abfüllen, machen wir weiter mit Düften. Und am liebsten möchte man natürlich auf Reisen seine ganze Duftsammlung mitnehmen. Geht natürlich nicht aufgrund des Platzes, aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, euren Lieblingsduft einfach in so einen Mini-Zerstäuber abzufüllen. Ist super einfach, funktioniert kinderleicht und so nehmt ihr auch nicht viel Platz weg. Next one, ein Deo. Ich persönlich favorisiere eher Deo-Sticks. Die sind A, nicht so groß wie ganz normale Deo-Sprays und haben auch verschiedene andere Vorteile. Auf jeden Fall ist der bei mir auf Reisen ebenfalls im Kulturbeutel mit dabei. Ebenfalls auf Reisen mit dabei ist bei mir immer ein Nagelknipser. Ich finde es auch tatsächlich echt entspannt, wenn du zum Beispiel beim Sonnenuntergang irgendwie noch auf der Terrasse sitzt oder auf dem Balkon sitzt und dann ganz entspannt deine Nägel machst. Für alle Fälle, auch vor dem Hintergrund, da ich da sehr anfällig bin, habe ich natürlich auch immer einen Blister Kopfschmerztabletten mit dabei. Das nächste Produkt gibt es ebenfalls als Mini-Version bzw. als Travel-Size und zwar eine Fusselrolle. Denn auch auf Reisen trage ich hin und wieder gerne mal schwarz und da ist es natürlich unschön, wenn hier und da Fussel auf der Kleidung sind. Ja Leute, all das ist auf Reisen bei mir im Kulturbeutel mit dabei und das ist vor allen Dingen auch aus dem Grund möglich, weil ich halt durch die Multishape enorm Platz und Gewicht spare. Apropos Multishape, falls ihr euch für den Multishape interessiert, Leute, alle Informationen dazu findet ihr unten in der Infobox und denkt dran, das Gerät ist übrigens auch ein hervorragendes Geschenk für Mann oder Freund oder Papa zu Weihnachten.